Mit neuen, besorgniserregenden Zahlen steigt die Landeshauptstadt in das Jahr 2018. 17% aller Schweriner sind momentan auf Hartz IV angewiesen. Bei den Kindern unter 15 Jahren ist die Quote noch größer, 26,2%. Fast ein Drittel aller Leistungsempfänger haben einen Migrationshintergrund. Hinzu kommt auch eine hohe Kriminalitätsquote bei den Flüchtlingen und ebenso gestiegene Fremdenfeindlichkeit bei Einheimischen. Am meisten betroffen sind die Stadtteile Müserholz und Neuzippendorf. Wenn man Großstädte betrachtet, Hamburg, Berlin oder sonst wo, da ist das völlig normal, was wir jetzt sehen. Das war bloß für Schwerin, für Mecklenburg bislang ungewohnt, dass die Stadtteile so bunt sind. Am 23. Januar hat die Stadtteilmanagerin Hanne Ludo gemeinsam mit mehreren weiteren Akteuren zu einem kleinen Neujahrsempfang nach Neuzippendorf eingeladen. Ein Anlass, um die Problemlage gemeinsam zu besprechen. Wie auch das benachbarte Müserholz bekommt der Stadtteil immer deutlicher die Züge eines klassischen sozialen Brennpunktes. Was kann 2018 gegen den gefährlichen Trend unternommen werden? Meines Erachtens nach bedarf es in Schwerin also an einer Stelle, die diese ganzen Aktivitäten, die es ja zweifellos gibt, die bündelt, die sie in der Hand hält, ein zentraler Ansprechpartner also halt für Flüchtlinge, damit Menschen nicht das Gefühl haben, also, dass sie alleingelassen werden. Aber natürlich wissen wir, dass wir also nicht nur Freunde dieser Zuwanderungspolitik haben und natürlich müssen wir mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das ist ja dieses Thema, was in den Ortsbeiräten immer wieder auch heiß diskutiert wird. Vereine und Verbände vor Ort tragen viel dazu bei, das Leben in Neuzippendorf besser zu gestalten. Und zwar für alle Anwohner. Es gibt Fördergelder und eine Menge engagierte Ehrenamtler. Feste werden gefeiert, Sportturniere finden statt. Doch all das reicht kaum aus, um die soziale Situation hier zu verbessern. Was wollen nun die Stadtverwaltung und die Politik 2018 im Stadtteil unternehmen? Da wollen wir den Rückbau der Häuser am Berliner Platz jetzt mal langsam beginnen. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo auch das äußere Bild verbessert werden muss. Mit der WGS sind wir in Gesprächen, die möchte Häuser an der Hamburger Allee sanieren, dass also auch der Stadtteil schöner aussieht. Da haben wir uns beispielsweise dafür eingesetzt, dass die Stadt den Eigenanteil für das Programm Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier, wo es genau darum geht, für Menschen mit Migrationshintergrund und ohne Beschäftigungsmöglichkeiten im Stadtteil zur Verfügung zu stellen, zu schaffen. Eine neue Zukunft für Neuzippendorf, darum geht's. Eine gemeinsame Aufgabe, die auch nur gemeinsam bewältigt werden kann.